Dorfkamms. Stück für Stück hieß es für die Juroren in Dorfkamms für einen speziellen kulinarischen Geschmackstest. 52 Stollen von 23 Bäcker- und Konditormeistern aus dem Innungsbezirk Mittelsachsen und meisten haben die dort probiert. Nahm dann klassischen Rosinken, Mohn- und Mandelstollen, gab es auch Whisky, Schoko und sogar Honig-Variationen. Es wurde sogar ein veganer Dinkelstollen vorgestellt, der zu dem modernen Ernährungstrend passt. Der Michael Isensee vom Brotinstitut Hannover und der André Bernatzky, was der Leiter der Akademie des Bäckerhandwerks in Dresden ist, die hatten ganz schöne Schwerstarbeit zu leisten. Die Stollen, die mussten ja angeguckt werden, von Aussehen, von der Stabilität, von Geruch und auch von Geschmack und mussten dort bewertet werden. Dabei gab es 40 Mal die Bewertung sehr gut und 12 Mal das Prädikat gut. Und der Test hat gezeigt, Weihnachten 2022 kann kommen, die Qualität, die stimmt. Einmal auf die Kamera gedrückt und nun ging's los. In Frohnau ist nämlich die Aktion gestartet Eisenbahn. Fast wie die Olsenbande, die damals frisch gut vorbereitete Weichen stellte, haben sich die Mitglieder von Denkmalpflegeverein Weibert-Bernstee an ihr Signalabbauwerk gemacht. Bevor das Exemplar den Rundkurs dort komplett gemacht hat, stand es nämlich an der Strecke der Schubautalbahn, wo sich die Gartenbahn-Interessengemeinschaft am Ende von diesem Jahr 2022 auflässt, haben sie neue Interessenten für das Teil gesucht. Und mit den Denkmalfreunden und Vereinschef Uwe Schulze haben sie auch schnell versierte Hamid-Freunde gefunden. Und für die gab es kein Zurück, das Ding wird übernommen. Wie nämlich der Uwe Schulze rausgefunden hat, gehörte nämlich das Signal 1 zum Bahnhof in Bernstee. Dort gab es nämlich die Fahrt über die Grenzbrücke nach ins tschechische Weibert frei. Nächstes Jahr war das restaurierte Eisenteil auf den gemeinsamen Platz in der Mitte von Weibert und Bahnstee wieder aufgestellt. Und es signalisiert so ein Stück von der tschechischen Regionalgeschichte. Marieberg, das Klosland Erzgebirg. In Vergangenheit und Gegenwart, ein Dutzend Aussteller erzählen mit ihren Exponaten von der einst blühenden Branche und von den Meistern entlang von Grenzbach in Sachsen und Böhme. Ein Aussteller ist der Dr. Albrecht Kirsche und da wird er als Wissenschaftler sehr geschätzt und hat natürlich, neben seinem fachmännischen Wissen, aber filigrane Schätze mit ausgestellt. Und die ganzen Ausstellungsstücke, die zeigen von der Geschichte von den Kloßhütten. Zeigen aber auch, wie vielfältig so die Kloßherstellung war und was man damit alles machen konnte. Dabei haben die eine Geschichte, die bis 1200 zurückgeht. Und Historiker, wie der Albrecht Kirsche, die wissen am A, dass es über 100 vorindustrielle Kloßhütten im sächsischen und im böhmischen Erzgebirg und auch im Fruchtland gab. Und dass die Blütezeit zwischen 1200 und 1900 war.